Hallöchen, liebe Freunde des gepflegten Fantasy-Abenteuers und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Baldur's Gate. Ja, genau, yay! Ja, jetzt geht's langsam auch mal weiter, nachdem das in den letzten Wochen ja mit dem Wochentakt auch so wunderbar schlecht nicht geklappt hat. Habe ich mir jetzt entschlossen, ich mache einfach mal irgendwie weiter. Hauptsache, es geht weiter. Ich habe nämlich ab und zu Bock auf Aufnehmen, aber ihr seht das selber. Der alte Rechner, der wird auch nicht besser mit der Zeit. Und aktuell bin ich da echt auf so einem Niveau mit dem Ding. Das ist schon richtig kacke, muss man mal so sagen. Und deswegen macht das Aufnehmen in letzter Zeit nicht mehr so viel Spaß auf dem alten Kamülenteil hier. Ich habe mir auch schon öfter überlegt, wie kann ich das verbessern. Leider kann ich halt nicht auf meinem normalen Bildschirm aufnehmen. Das wäre ja so schön, aber es geht einfach nicht. Gut, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben irgendwie diesen Weg hier gewählt. Da gehen wir jetzt mal hier in das Haus gegenüber. Vielleicht ist da ja was Geiles. Imone, du kannst schon mal... Ja, das war zu erwarten. Gut, gucken wir uns doch da drin mal um. Also letztendlich hat sich nicht so viel getan, nur ich werde einfach Baldur's Gate dann machen, wann ich Bock drauf habe. Es ist nicht anders drin. Stört ihn nicht. Das ist super. Königin der Nacht, bitte einmal abklappern. 13 Gold, was ist das für ein Büchlein hier? Die Geschichte des Trauergrimms, nehmen wir nicht mit. Muss auch nicht sein. Hier haben wir... Oh. Schlafende Frau. Ja, das wollen wir doch auch mal überhaupt nicht stören. Macht's gut. Nette Leute. Kann man hier zufällig auch noch rein? Scheinbar in dieses Haus nicht. Gibt schlimmere Sachen. In das hier... Da waren wir halt gerade auch drin, so... Hier kann man wieder in die Kanalisation hinabsteigen. Da wollen wir aber auch nicht hin. Wir wollen eigentlich mal irgendwo richtig schön pennen. Das Problem ist, leider wird mir das einfach nicht gegönnt. Vielleicht sollte ich mal in Zukunft, bevor ich solche Häuser betrete, lieber einmal speichern, wenn ich mich gerade schon nicht heilen kann. Ich habe jetzt auch echt keinen Bock, mich in ein Gasthaus zu begeben, weil... Oh, ihr wisst selbst, wie das ist. Wir erkunden jetzt schon so lange Baldur's Gate. Es kann einfach nicht ewig so weitergehen. Wir müssen mal zu Potte kommen. So, hier scheint keine Sau da zu sein. Dann bediene dich bitte mal am Bücherregal, in dem hier nichts drin ist. In diesem hier auch nicht. Aber da haben wir eine Truhe, die wird wahrscheinlich verschlossen sein. Deswegen schnappt sich die unsere geliebte Imoen. Jawohl, und eine langweilige Armbrust. Wer hätte das denn nicht gewollt? Oh, noch ein Bücherregal. Oh, schlafende Menschen. Noch ein Bücherregal. Haben wir hier nicht irgendwo was von Wert? Da vielleicht. Immer und pirsch dich mal bitte ran. Ich habe auch noch nie erlebt, wie Leute in diesem Spiel aufwachen. Von daher habe ich da recht wenig Angst. Aber man muss es ja nicht strapazieren, ne? Habe ich eben schon gesagt. Wir gehen am besten wieder... Wo ist es denn? Runter. Und dann auch wieder raus. Mann, das klappt ja echt wie am Schnürchen hier gerade. Wir kommen mal richtig voran. Super. Die wohnen ja aber auch alle extravagant. Ich bin der Retter der Schwertküste. Ich breche in jedes Haus ein. Und hab nicht gespeichert. Nein, raus, 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 raus. Speichern. Natürlich dauert das lange. So, jetzt. Legt eure Waffen weg. Sofort. Verzeiht das Klischee, aber das hier kann schnell und schmerzlos oder langwierig und qualvoll werden. Welche Variante wählt ihr? Schon gut. Nur immer sachte mit eurer Waffe. Was wollt ihr? Meine Forderungen sind einfach. Gebt mir halt euer Geld und ihr dürft leben. Spielt den Helden und ihr dürft sterben. Ja, der war gut. Wessen Schatztruhen füllen wir hier, wenn die Frage nicht zu unhöflich ist?
Euer Geld geht an die Diebesgilde. Ihr seht aus, als wärt ihr neu hier. Also betrachtet dies als eure Aufnahme in Baldurs Tor. Na nun, ich habe nicht vor, mein ganzes Geld einer einzelnen Frau zu geben. Also zieht ihr am besten eure Klinge, damit wir die Angelegenheit schön schnell regeln können. Zerbrecht euch nicht den Kopf, ich überfalle euch nicht allein. Im Schatten halten sich noch drei meiner Freunde versteckt. Wir sind die Besten, die die Diebesgilde hat. Wenn ihr Ärger machen wollt, dann glaubt nicht, dass ihr am Stück hier wegkommt. Ich bin sicher, dass ihr viele unsichtbare Freunde habt, meine Dame. Aber davor fürchten wir uns nicht. Zieht euer Schwert und damit wir dieses kleine Dilemma lösen können. Zu schade, dass es dazu kommen muss. Also gut, Jungs, legt sie um. Stopp! Stopp! Hallo! Meine Fresse, habe ich doch gerade noch gesagt. Wen haben wir denn hier? Mekian, wir haben da hinten einen. Haben wir hier an den Seiten noch wen? Ne, haben wir scheinbar nicht. Okay. Gimmel, Pimmel und Khalid. Bitte einmal da drauf. Imoen, du ballerst mal bitte auf den da hinten. Und du auch. Und Branwen gibt sich den, nachdem ihm du hier ihm auf die Fresse gegeben hast. Und du gehst raus. Klappt auch super. So, hast du dein magisches Geschoss schon gemacht? Ich nehme an, ja. Dann machen wir noch eins. So, und dann greifst du ihn da oben an. Und Imoen. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Mal geilere Pfeile. Was bist du denn? Bist du gestört oder was bist du? Panik. Na schön, dann haben wir jetzt hier Vivien. Ja, wir haben alle drei hier leider. Kann Tonus sich nicht mal irgendwie heilen? So, das darf auch nicht passieren. So, du darfst auch nicht sterben. Ja, an sich kann ich euch alle wieder rausziehen. Na, Sopi, wie bist du denn gestorben? Ach, du Depp. Gut, wir müssen diesen Kampf also scheinbar einigermaßen fit angehen. Das ist zwar sehr bedauerlich, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Immerhin haben wir vorher gespeichert, das ist doch schon mal was. Da würde ich vorschlagen, wir erkunden jetzt erstmal noch ein bisschen die Nacht, bis wir vielleicht ein Gasthaus gefunden haben. Und dann greifen wir einfach morgen nochmal an. Geheilt, gesund, glücklich, all sowas. Schüsselchen. Na, da scheinbar geht's da ins selbe Haus hinein. Wo kommen wir hier hin? Ist das ein neuer Teil der Map? Ja, leider. Da kommen wir. Gehen wir mal hier rein. Was bist du denn? Gemischtwarenladen. Dass wir hier noch nicht drin waren. Ich glaube, hier waren wir sogar drin und das ist nur fürchterlich schief gelaufen. Gemischtwarenladen. Was hast du denn anzubieten? Ich habe genug Gold. So, da haben wir die ganz normalen Standardwaffen, also wirklich nichts Besonderes. Wir können mal sehen, ob wir eventuell selber was Besonderes haben. Formelstein zu Fleisch, Langschwert plus 1, sowas brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Moment mal, bevor wir das jetzt machen, erstmal wieder hier das Sortiment sortieren. Also, die beiden Umhänge, die werde ich in meinem Leben vielleicht niemals tragen. Und die haben beide den gleichen Effekt. Schutzumhang plus 1. Wieso hast du keinen? Kannst du keinen tragen? Wahrscheinlich kannst du keinen tragen. Das klappt super. Nee. Ja, dann würde ich doch sagen, verkaufen wir doch einen von beiden, oder nicht? Obwohl, ja, eigentlich ist das sinnlos. Weil wir haben sonst keinerlei ohne. Ja, okay, dann behalten wir, dann verkaufen wir die nicht. Hier haben wir noch zweimal Heiltränke. Und dann packen wir einfach mal da drauf und dann kriegt den einen noch hier die Imoen, weil die sowieso so wenig hat. Und diese Pfeile behalten wir. Den Ring behalten wir erst einmal auch. Den kann ich auch nicht nehmen, lass mich raten. Hey!
Aufgrund wahrscheinlich dieses Plattenpanzers. Stein zu Fleisch behalten wir, die kann weg. So, hier kann das auf jeden Fall weg. Die beiden Pelze eigentlich auch. Oh, die Steine können alle weg. Ja, die Stiefel behalte ich alle noch. Für den Fall, dass wir den Endkampf jemals sehen. Okay. Dann verkaufen wir mal munter und bunter hier diese Zauberrobe. Auf Wiedersehen. Du kannst loswerden deinen Plattenpanzer. Und du kannst das alles loswerden. Titanit, wartet mal, Titanit. Gaxia braucht einen Titanit, den verkaufe ich also lieber nicht. Perle. Ich muss jetzt leider, das ist jetzt leider dringend, weil ich will jetzt nicht schon wieder Questgegenstände verkaufen. Das hat mir schon früher mal das Genick gebrochen. Also, wir müssen finden. Irgendwelche Hoblins südlich von Bre. Wasserkönigin, Durlaks Turm, Seelendolch für Mendas. Wir brauchen Bolzen, irgendwelche Bolzen in Durlaks Turm, Verkauf von Durlaks Turm, ja bla. Arkon will Leichen aus dem Kanal, sieben Sonnen, Stürmen, Teleskop, Clown muss ich auch. Blutsamulett an Nemphre, ein Titanit und ein Basilisk in irgendeinem Lagerhaus. Das sind unsere aktuellen Weltprobleme. Aber da steht nichts von irgendwas anderem, deswegen werden die hier alle verkauft. Die sind auch einigermaßen was wert. Ich weiß nicht, was da gerade so viel wert ist. Ich schätze mal, das sind die Mondriegel. Die sind recht. Oh ja, und hier der und die Granate, die sind richtig viel wert. Gut, verkaufen. Da haben wir den Kali doch schon mal schön entleert. Das ist doch super. Und ich glaube, ihr hattet ja nichts mehr zum Verkaufen. Na schön, dann wollen wir doch mal weitergehen. Mensch, es ging ja schnell. Da kommen wir her, dann gehen wir jetzt hier noch um die Kurve rum und erkunden auch noch dieses Gebäude der Stadt. Und haben es dann auch hoffentlich bald mal hinter uns gebracht. Was bist du? Du bist Gemeinschaft der sieben Sonnen. Ach, sieh mal einer an, die soll ich stürmen? Das mache ich aber nicht jetzt. Da komme ich her, dann gehe ich in diese Richtung. Mann, habe ich das lange nicht mehr gespielt. Ne? Ich merke das richtig bei den Kamerafahrten. Die kommen mir plötzlich total kacke vor, weil ich das Gefühl habe, nichts zu sehen. Händlerliga. Soll ich die nicht auch irgendwie stürmen? Mann, die lasse ich auch mal außen vor. Ich will da jetzt aktuell mal lieber auf Nummer sicher gehen, bevor ich irgendwelche Probleme hier auslöse, sonst können wir uns nachher noch um die Händlerliga kümmern. Ich schreibe die mal auf. Gehe in Händlerliga. Ja, machen wir. Aber nicht jetzt. So, ich glaube, das Haus kenne ich auch schon. Richtig, wir haben die Map jetzt soweit auch fertig erkundet. Bis auf diese Häuser hier. Was ist das? Ladenbesitzer. Guck mal. Mal unauffällig was klauen. Vielleicht klappt's. Klau mal bitte. Hat er nicht gemerkt? Hat er nicht gemerkt? Gut. Von mir aus. Was haben wir hier noch? Da haben wir. Ah ja, ein Streitkolben. Ist das irgendwas Besonderes? Ne, ist ein normaler Streitkolben. Dann nehme ich den nicht mit. Ich rede nochmal kurz mit dem Typen hier. Ah, Tränke. Guck mal. Besteht zwar aktuell bei uns keinerlei Bedarf, aber nice to have. Im Falle der Fälle. So, aber das Problem ist, dass wir jetzt fast die ganze Stadt erkundet haben und noch kein weiteres Wirtshaus gefunden haben, was uns langsam aber sicher dazu zwingen wird, dass wir
Was bist du? Bist du die Mauer? Du bist die Stadtmauer, deswegen bist du so groß. Pass auf, dann erkunden wir die letzten schwarzen Stellen, damit wir die Stadtmauer auch in voller Pracht betrachten können. Hui! Wieder ein Part durchlebt, wieder das Leben der Schwertküste ein bisschen verbessert. Falls dir das gefallen hat, was du diesem Video gesehen hast, dann lasse doch bitte ein Zeichen dafür im Kommentarbereich zurück oder gib einen Daumen hoch für dieses Video. Wir würden uns über Feedback jeder Art sehr freuen, beziehungsweise ich, denn momentan ist der Philipp ja leider nicht dabei bei diesem ursprünglichen Let's Play Together. Jedenfalls, wenn du Verbesserungsvorschläge oder Lob für uns übrig hast, nutze doch einfach die Kommentarfunktion. Des Weiteren hast du natürlich über den dezent eingeblendeten Button des Abonnierens die Möglichkeit, unseren Kanal weiter einzusehen, falls dieses Video dich von Grund auf überzeugt hat, dass du mehr von unserem Programm sehen willst. Natürlich kannst du auch mit einem Klick auf das TR-Symbol herausfinden, was wir sonst noch so machen und dich ein bisschen mehr über uns informieren. Des Weiteren gibt es noch die Facebook- und Twitter-Accounts, einfach reicht auch hier ein Klick. Und du siehst unsere Seiten ein, um noch mehr von uns herauszufinden. Auf den Seiten gibt es jeweils News über unser Verbleiben bzw. neue Videos, meistens sogar schon im Vorab. In der Hoffnung, mit dir einen weiteren Freund unserer Videos gefunden zu haben, verbleibe ich mit Freunden.